Die freie Enthalpie oder Gibbs-Energie G ist eine sehr wichtige Größe in der Thermodynamik, denn sie ist ein Maß für die Instabilität eines Systems. Wir fragen uns nun, welche Einflussgrößen die freie Enthalpie verändern. Dazu betreiben wir ein bisschen formale Thermodynamik. Wir fassen eine Reihe von Gleichungen, die wir schon kennen, in geschickter Weise zusammen. Das ist der erste Hauptsatz, dU gleich dQ plus dV. Für einen reversiblen Prozess können wir dQ als T mal dS formulieren und dV gleich minus P mal dV. Zusammengefasst haben wir diese Gleichung. Das ist schon die erste Gibbsche Fundamentalgleichung. Wir bringen die Definitionsgleichung der Enthalpie ins Spiel, rechnen dH aus mit der Produktregel und erhalten die zweite Gibbsche Fundamentalgleichung. Wir bringen die Definitionsgleichung von der freien Enthalpie ins Spiel, rechnen dG aus und erhalten die wichtige vierte Gibbsche Fundamentalgleichung. dG gleich minus SdT plus VdP. In Worten, die freie Enthalpie ändert sich, wenn wir die Temperatur ändern und oder den Druck ändern, in genau dieser Art und Weise. Wir können die Gibbsche Fundamentalgleichung Nummer 4 mit dem totalen Differential der freien Enthalpie vergleichen und sehen sofort den Zusammenhang zwischen der partiellen Ableitung nach der Temperatur und der Entropie und der partiellen Ableitung nach dem Druck und dem Volumen. Hier haben wir noch einmal zusammengefasst auf einer Folie alle vier Gibbschen Fundamentalgleichungen plus die entsprechenden Formulierungen des Schwarzschen Satzes. Die freie Enthalpie, dieses Maß für die Instabilität, hängt ab von der Temperatur, hängt ab von der Phase, hängt ab von der chemischen Zusammensetzung und hängt ab von der Verdünnung. Wenn wir die quantitativen Formeln dazu haben wollen, brauchen wir die Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Wir brauchen die vierte Gibbsche Fundamentalgleichung. Wir fragen uns, wie sich die freie Enthalpie ändert, wenn wir die Temperatur ändern. Den Druck halten wir konstant. Damit fällt der grüne Term weg. Und wir haben die einfache Beziehung, dG nach dT ist minus S. Wenn wir einen Feststoff nehmen, zum Beispiel Eis, und die freie Enthalpie als Funktion der Temperatur aufzeichnen, haben wir einen derartigen Zusammenhang. Negative Steigung, freie Enthalpie nimmt ab. Die Steigung selbst entspricht der Entropie des Feststoffes. Bei einer Flüssigkeit, flüssigem Wasser, ist die Entropie größer, das heißt die Steigung ist hier steiler. Und für ein Gas, Wasserdampf zum Beispiel, ist die Entropie noch größer, die Steigung ist noch steiler. Weil die freie Enthalpie ein Maß für die Instabilität ist, können wir sofort voraussagen, dass bei tiefen Temperaturen der Feststoff am stabilsten ist, bei mittleren Temperaturen die Flüssigkeit und bei hoher Temperatur das Gas. Die Schnittpunkte dieser Kurven entsprechen dem Schmelz- und dem Siedepunkt. Wenn wir uns fragen, wie die freie Enthalpie vom Druck abhängt, bei konstanter Temperatur können wir den roten Term streichen und haben dann diese Aussage. Da das Volumen immer positiv ist, nimmt die freie Enthalpie mit zunehmendem Druck immer zu. In ähnlicher Darstellung wie vorhin können wir die freie Enthalpie einer Flüssigkeit als Funktion des Druckes aufzeichnen. Die Steigung ist gering. Denn das Volumen der Flüssigkeit ist gering. Wenn wir ein Gas mit einzeichnen, müssen wir bedenken, dass das Volumen nicht konstant ist, sondern vom Druck abhängt. Wir erhalten eine derartige Kurve. Wieder sehen wir sofort, dass bei niedrigem Druck das Gas stabil ist und bei hohem Druck die Flüssigkeit stabil ist. Die eben abgeleitete Beziehung können wir integrieren und können dann die freie Enthalpie einer Flüssigkeit oder eines Feststoffes in Abhängigkeit vom Druck berechnen. Oder die freie Enthalpie eines Gases in Abhängigkeit vom Druck berechnen, die einen Zusammenhang herstellt zwischen der freien Enthalpie und dem Partialdruck. Je verdünnter ein System ist, je geringer der Partialdruck ist, desto geringer ist die Instabilität, desto größer ist die Stabilität. Das Volumen eines Einkomponentensystems hängt von zwei Parametern ab, zum Beispiel von der Temperatur und dem Druck. Die Änderung des Volumens hängt folgedessen auch von der Änderung der Temperatur und der Änderung des Druckes ab. Wir können ein totales Differential formulieren. Die partiellen Ableitungen, diese Änderungskoeffizienten, haben Bedeutungen. Die rote Größe
korreliert mit dem Ausdehnungskoeffizienten, die grüne Größe korreliert mit der Kompressibilität. Wenn wir eine Mischung aus A und B haben, hängt das Volumen außer von Temperatur und Druck auch noch von den Mengen von A und B ab. Das heißt, wir haben eine Abhängigkeit von vier Parametern und auch die Änderung vom Volumen wird jetzt von vier Parametern abhängen. Änderung der Temperatur, Änderung vom Druck, Änderung Stoffmenge A, Änderung Stoffmenge B. Wieder haben wir vier Koeffizienten mit dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten, gekoppelt mit der Kompressibilität und gekoppelt mit dem partiellen Molvolumen von A und partiellen Molvolumen von B. Gleiche Überlegung mit der freien Enthalpie durchgeführt. Wir betrachten jetzt gleich eine Reaktion A zu E und haben hier eine Reaktionsmischung, die beide Komponenten enthält. Die freie Enthalpie dieser Mischung wird von vier Faktoren bestimmt: Temperatur, Druck, Stoffmenge A, Stoffmenge E. Und auch die Änderung der freien Enthalpie wird von vier Änderungen abhängen: Änderung der Temperatur, Änderung des Druckes, Änderung der Stoffmenge A, Änderung der Stoffmenge E. Die ersten beiden Koeffizienten kennen wir schon. Das ist einmal minus die Entropie und einmal das Volumen. Die beiden restlichen Komponenten sind die partiellen, molaren, freien Enthalpien oder chemische Potenziale auch genannt von A und von B. Das chemische Potenzial verhält sich zur freien Enthalpie genauso wie das Molvolumen zum Volumen. Die freie Enthalpie einer Mischung hängt ab von der Temperatur, vom Druck und von der Stoffmenge der vorhandenen Komponenten. Die entsprechenden Koeffizienten heißen minus Entropie plus Volumen und chemisches Potenzial μ. Das chemische Potenzial μ ist ein Maß für die Instabilität einer Komponente bei konstanter Temperatur und konstantem Druck und ist insbesondere abhängig von dem Verdünnungsgrad. Je verdünnter eine Komponente ist, desto geringer ist ihr chemisches Potenzial, desto stabiler ist sie.